Ich habe denen in die Augen geguckt. Ich weiß, wie traumatisiert sind und ich weiß, dass die schon teilweise jahrelang auf der Flucht sind. Die sind gefoltert worden in Libyen und die sind so verzweifelt. Ja. Selbst die Mutter mit ihrem kleinen Kind hat gesagt, alles ist besser, als in Libyen zu bleiben. Ich wäre lieber ertrunken, als zurückzugehen. Ich hätte sogar mein Baby ertrinken lassen. Das ist ja das, wo wir alle uns eigentlich klar machen müssen, dass passiert. Sitzen aber hier und haben das nicht direkt vor Augen. Ja. Können die Augen vielleicht verschließen. Sind dann, ich finde, unmutig. Du bist da. Wieso ist das in dem Moment für dich Mut für andere? Weil man selber nicht wegschaut, ne? Also es gab Rettung nach Rettung und wir waren 24 Stunden einfach nur dran. Und wenn du sagst, was ist mutig, weiß ich, man betrachtet, wenn man sich selber sieht, würde man nie sagen, man ist so mutig, weißt du, das klingt so komisch, müssen andere beurteilen. Aber mir selbst war diese Situation auf dem Mittelmeer, ist mir einfach nicht egal und ich wollte was machen. Füreinander da sein, Nächstenliebe, sich für andere Menschen stark machen. Das sind die Heldengeschichten, mit denen wir alle groß werden. Und trotzdem, finde ich, merkt man so oft, dass man sitzen bleibt, wenn die Kollegin gemobbt wird, dass man nichts sagt, wenn der Junge in der U-Bahn angepöbelt wird und dass man sich eben nicht für andere stark macht, sondern lieber wegguckt. Wie wird man mutiger für andere und was bringt einem das? Vielleicht auch ganz egoistisch selber. Ich treffe jetzt einen Menschen, der einen ganz radikalen Schritt gemacht hat, um sich mutig für andere Menschen einzusetzen. Moin Tobi. Hi. Hey Leon. Leon, alles gut? Alles gut. Unsere Fähre wartet. Ja, hast du Lust auf eine kleine Rundfahrt? Ja, ich meine, hier bei dir in Hamburg muss man ja quasi so eine Rundfahrt machen, oder? Bitte. Eigentlich sind wir ja Kollegen. Eigentlich, denn 2016 gibt Tobi seine Moderatorenkarriere für ein komplett anderes Ziel auf. Er wird Notfallsanitäter. Ich glaube, um zu verstehen, was deine Geschichte mit Mut zu tun hat, muss man erstmal verstehen, wo du herkommst. In den 90er Jahren wird Tobi mit 17 jüngster Moderator beim Musiksender Viva. Oh, hallihallo. Und herzlich willkommen, wir sind wieder da. Das Wochenende. Ja, Blümchen, zum 237. Male ist sie da. Wir freuen uns immer noch und ballen die Faust und sagen, ja, sie kommt. So krass berühmt, dass die Teenies irgendwie vor deinem Elternhaus campen, bei euch quasi einbrechen, um an dich ranzukommen. Du wirst mit dem Taxi, das fand ich das Krasseste, aus der 11. 12. Klasse abgeholt und direkt ins Fernsehstudio gefahren. Nach dieser wilden Viva-Zeit dann ZDF, Extra 3. Guten Abend. Ja, es ist wirklich ein Jammer. Die armen besorgten Bürger, die armen Asylkritiker, die armen Nazis. Schön, dass ihr alle mit dabei sind. Herzlich willkommen zu Aspekte hier im Studio und natürlich auch zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid. Bist richtig fett im Medienbusiness und sagst dann irgendwann, ich kündige und mache was ganz anderes. Mhm. Was war der Grund? Was hat dich dazu gebracht? Spätestens in der Mitte des Lebens sollte, glaube ich, jeder mal sich diese Frage stellen, was mache ich eigentlich und macht es Sinn, was ich hier mache? Und das war für mich ganz, ganz wichtig, was Relevantes zu machen. Und ich meine, Entschuldigung, was gibt es Relevanteres, als zwischen Leben und Tod zu agieren und ein Puzzlestück bei einer Lebensrettung zu sein? Wie viel Mut hat das von dir verlangt? Das tat schon ein bisschen weh. Und man merkt es auch erst im Nachhinein, also wie viel Mut das wirklich war. Weil vor allen Dingen, du musst dir vorstellen, mit Mitte, Ende 30 noch mal Lehrling sein. Also Notfallsanitäterausbildung, 3 Jahre Vollzeit zu machen und dich noch mal klein zu machen und zu scheitern auch. Und auch mit einem Gehalt von 800 Euro klarzukommen, das ist nicht so einfach. Und dann denkst du im Nachhinein, wow, das war doch ganz schön mutig, diese radikale Entscheidung, den absoluten Schnitt zu machen. Inzwischen arbeitet Tobi seit 8 Jahren als Notfallsanitäter. Ein Job, der ihm sehr viel abverlangt, ihm aber umgekehrt auch ganz viel gibt. Gibt es so einen Einsatz, wo du sagen würdest, den krieg ich nicht mehr aus dem Kopf? Ja, es gibt so den einen Schlüsselmoment. Also das war so ein Kerl, so alt wie wir ungefähr. Und es gab einen Autounfall. Und dann kamen wir dazu und haben reanimiert. Das war sehr lange. Ich weiß noch, dass ich selbst im Rettungswagen gedrückt habe. Ich habe auch noch gedrückt, als wir den in die Notaufnahme gefahren haben. Und 2 Wochen später kam ich wieder in diese Notaufnahme. Und dann hieß es, der will dich sehen. Und ich wusste schon, bevor ich
diese Klinke runterdrücke, das könnte jetzt einer der wichtigsten Momente in meinem Leben werden. Und ich hatte richtig Schiss. Dann hat er mich mit so großen Augen angeguckt, hat versucht, Danke zu sagen, hat meine Hand gehalten. Und es war der berührendste Moment in meinem Leben, wirklich. Und allein, muss ich dir wirklich sagen, allein für diesen Moment hat sich alles gelohnt. Wenn du das so beschreibst, dann motiviert das, mutig für andere zu sein. Gibt es aber auch Momente, wo du merkst, jetzt bin ich für andere da, rette die, opfere mich auf. Aber mich selber macht dieser Mut fertig oder bringt mich an meine Grenzen? Es gab da so einige Einsätze, die man, wie man so schön sagt, mitnimmt. Ne? Mhm. Ich hatte das auch, das war so in der Mitte der Ausbildung, dass wir an ein, zwei Schichten hintereinander viele Einsätze hatten, die nicht so glücklich gelaufen sind. Da sind Menschen verstorben, es gab einen Schlaganfall und es gab eben auch eine Reanimation von einem Kleinkind, einem richtig kleinen Kind. Wie alt? Ein, zwei Jahre. Ist nicht gut gelaufen, weil wir nichts mehr tun konnten. Wir haben alles probiert. Und dann hatte ich halt dieses Kind so im Arm und das war eine Szene, die mich echt getroffen hat. Ne? Und in der Situation habe ich auch nichts mehr fühlen können. Also ich stand völlig neben mir. Ja. Ich habe mich so von außen gesehen. Ich habe schon gedacht, ich bin verrückt. Ja. Und da hat Gott sei Dank ein Kollege auf mich aufgepasst und hat für mich das Kriseninterventionsteam gerufen. Die leisten erste Hilfe für die Psyche, für Angehörige, für Betroffene und haben sich auch um mich gekümmert. Und ich habe in der Situation, konnte ich gar nichts mehr, ich konnte nicht mehr weiterarbeiten. Und die haben sich mit mir hingesetzt und mehrere Stunden mit mir gesprochen. Wäre dieses Kriseninterventionsteam nicht da gewesen, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich diese Ausbildung nicht hätte weitermachen können. Im Gespräch mit Tobi wird mir gerade so klar, was wir wahrscheinlich als allererstes lernen müssen, um mutig für andere zu werden. Aufmerksam sein. Tobis Kollege hat zum Glück genau hingeschaut, er hat den Druck auf Tobi wahrgenommen und ihm Hilfe organisiert. Mut für andere brauchen wir aber auch, wenn Menschen beleidigt, gemobbt oder bedroht werden. Wer sich in solchen Momenten für andere einsetzt, zeigt eine besondere Form von Mut für andere, Zivilcourage. Alles gut? Ja, schön dich zu sehen. Freue ich mich auch, dankeschön. Ja. Gehen wir ein Stück. Man denkt bei Mut für andere, finde ich, immer so an die ganz großen Sachen. Geschwister Scholl, die todesmutig waren am Ende für andere. Menschen, die andere versteckt haben, vielleicht bei der Flucht geholfen haben, über die Mauer. Und da habe ich manchmal so das Gefühl, das macht einen selber so klein. Da hat man das Gefühl, so ein Held bin ich gar nicht. Das würde ich mich nie trauen. Das sind wunderbare Vorbilder auch aus der Geschichte, aus der deutschen Geschichte, die wir verwenden können, um in ähnlichen Situationen wieder mutig zu sein, Zivilcourage zu zeigen. Aber wir können die auch übersetzen in unseren Alltag. Das kann der sexistische Spruch am Arbeitsplatz sein, ja. Der schlechte Witz auf der Familienfeier oder der dumme Kommentar in der Umkleidekabine beim Sport. Ja. Dann sind vielleicht meine Freunde im Fußballclub nicht mehr sehr meine Freunde, weil ich deren Witze nicht mehr mitmache. Genau. Man muss ja immer so ein bisschen dieses, wir stehen jetzt hier als Jungsgruppe, einer macht den sexistischen Spruch und du denkst, eigentlich wollte ich das nicht mehr, mich dagegen wehren und dann muss ich dir aber plötzlich so quasi einen von Latz ballern, weil ich dir sage, geht nicht. Naja, das ist die täterorientierte Variante. Ich kann natürlich auch opferorientiert eingreifen. Ich kann dem Opfer sagen, hier, ich finde das nicht gut. Du hast auch meine Unterstützung. Lass mal darüber nachdenken, wie wir das in der nächsten Situation gemeinsam besser machen können. Das würdest du schon als Mut für andere durchgehen lassen? Naja, ich denke, es geht nicht um durchgehen lassen. Es geht darum, dass wir Menschen motivieren, ja, dass sie mehr für andere einstehen. Wenn wir die Latte sofort ganz hochlegen, dann springen die meisten unter durch. Ich vermutlich auch. Es gibt ein Phänomen der Psychologie, was ich ganz wichtig finde beim Mut für andere, und zwar der sogenannte Bystander-Effekt. Man könnte jetzt ja denken, wenn andere Leute da sind, wenn ich so eine ganze Gruppe habe und es passiert jetzt irgendwem was hier auf der Straße, dann wird man denken, wenn viele andere da sind, dann tun wir uns zusammen und werden sicher helfen, dann wird es ganz viel Mut geben. Tatsächlich zeigt sich aber aus der Forschung, dass genau das Gegenteil im Prinzip passiert. Gerade wenn viele da sind, dann verschwindet so die Verantwortung. Wie so ein Glas Wasser, was umkippt auf dem Tisch, läuft die aus und keiner packt mehr zu, weil jeder denkt, können doch die anderen machen. So, und dann gehen die plötzlich alle und wir stehen hier alleine und haben das Problem und keiner hilft. Wie stark wirkt sich dieser Bystander-Effekt tatsächlich aus? Und wie fühlt es sich an, wenn es darauf ankommt, mutig für andere zu sein?
Das schaue ich mir jetzt genauer an, in einem Versuch, der wirklich heftig wird. Hey du, steh mal auf. Steh mal auf, ich rede mit dir. Hallo, verstehst du mich? Bist du Deutsch? Verstehst du mich? Aufstehen! Du bist hier in Deutschland, da steht man auf. Was ist das denn für ein Ton? Was wollen Sie denn? Also mal ganz ehrlich, und Sie, was fassen Sie diesen Kanacken an? Du musst die Regeln lernen, Alter! Ich finde was bist das du für nicht ein typ? In Ordnung. Ey, ich hab dir was gesagt, Alter! Entschuldigung, lassen Sie mich. Ey, halt die Fresse, Schlampe! Hören Sie bitte auf. Pass mal auf, du kriegst auch gleich richtig, wenn du dich da einmischst. Du Sie hast dich nicht einzumischen. Und du stehst jetzt endlich mal auf, Mann! Hör mal zu! Steh jetzt auf! Ich rede mit dir! Entschuldigung, lassen Sie das doch. Halt die Fresse, Schlampe! Also wissen Sie, ich stehe gleich auf, damit Sie endlich Ruhe geben. Ey. Ist ja furchtbar. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Fassen Sie mich nicht an! Sie kommen erst mal drauf. Wer hat Ihnen erlaubt, mich anzufassen? Was fassen Sie mich denn jetzt auch noch an? So, was ist denn hier los? Hallo in Ihrem Bus! Rufen Sie die Polizei! Ja, ich rufe gleich an! Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, da müssen wir alle erstmal kurz durchatmen. Bevor ich aufkläre, erstmal einzelne Stimmen. Ich bin sogar Loki immer noch am Zittern ein bisschen. Ich weiß, im Nachhinein würde ich es bereuen, wenn ich jetzt nichts gemacht hätte. Sei es für die Person, die jetzt irgendwie angegriffen wird, oder sei es für mich selbst irgendwie. Weil teilweise werde ich ja auch passiv irgendwie damit angegriffen. Es war für mich auf jeden Fall wichtig, der anderen Person zu zeigen, dass ich auf deren Seite bin. Vielen Dank. Was ihr nicht wissen könnt, ist, manche von euch haben hier die Instruktion von uns vorher bekommen, gar nichts zu machen, egal was passiert. Und manchen von euch haben wir diese Instruktion nicht gegeben. Unsere vier Versuchspersonen bitte ich jetzt mal aufzustehen. Bitte, das warst du, bitte aufstehen. Bei dir gab es von Sekunde 1 an gefühlt Reaktion. Ja, also ich kriege das ja mit der Angst, weil ich ja unmittelbar davor saß. Und ich dachte eh, das eskaliert und sich noch weiter zuspitzt und wirklich, dass zu einer Schlägerei kommt, so sah es ja wirklich aus, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt aufstehe als alte Frau, das muss ja beschämend für ihn sein. Und da habe ich gedacht, jetzt gibt er vielleicht Ruhe, so ungefähr, wenn die aufsteht, peinlich. Hast du dich in dem Moment mutig gefühlt? Nein, so habe ich gar nicht gedacht in dem Moment. Ich habe nur gedacht, mach was. Ist ja nicht zu ertragen. Ja. Wie hat sich's für dich hier angefühlt? Ich glaube, wenn das kein Experiment wäre, wäre ich auch spätestens, als er hier die Frau beleidigt hat, wäre ich auch aufgestanden und wäre hingegangen und hätte auch gesagt, hey, was ist denn mit dir los? Aber ich hätte es echt gewundert, warum du halt nichts gemacht hast, weil du bist ja auch ein kräftiger Typ. So. Ja. Echt? hättest halt auch dich wehren können, deswegen habe ich halt auch erstmal nichts gemacht. Jetzt frage ich mal hier. Ja. Du hast von unseren vier Probanden als einzige gar nichts gemacht. Klar, ich wusste auch, es ist ein Experiment, ne? Und mich hat das aufgeregt, wie der mit dem redet da. Das ist schon, aber weil die Frau daneben quasi immer, da dachte ich, was soll ich jetzt hier machen? Dann habe ich hier hingeguckt, keine Reaktion. Oh Gott, ja. Aber um ehrlich zu sein, im wahren Leben, ich würde nicht aufstehen. Ich würde vielleicht sagen, hallo, lass mal den Mann los oder lassen Sie mal. Aber also so als Frau weiß nicht. Ne? Also man hört zu viel von wegen mit Messer und so. Das, weil der war ja schon sehr aggressiv. Ja? Also es war mir Angst. Das war Mut für andere, was du gezeigt hast. Hast du dich in dem Moment selber auch mutig gefühlt? Ich habe mich einfach in dem Herrn irgendwie selber gesehen. Ich dachte mir so, ich würde es mir wirklich wünschen, dass irgendeiner einfach irgendwas macht. Einfach für mein Gewissen. Einfach, dass ich weiß, ich wäre in so einer Situation nicht alleine. Hier saßen ja noch viel, viel mehr. Wir haben euch gesagt, ihr sollt sitzen bleiben, ihr sollt nichts machen. Wie hat sich das für euch angefühlt? Ich fand es sehr unangenehm und ich hatte richtig Puls. Dann wärst du aufgestanden? Ja. Ja? Mit Sicherheit. Also vielleicht hätte ich erst mal gepöbelt. So, ey, lass mal. Und wäre dann aufgestanden. Aber... Also ich hätte auf jeden Fall interveniert. Wenn wir dir vorher nicht gesagt hätten, bleib sitzen, wärst du aufgestanden? Ja. Ja? Ja. Auch bei so einem aggressiven, sicher stärkeren Mann? Ich hätte mir vielleicht noch irgendjemanden dazugeholt und gefragt, ob da vielleicht mehr kommt, aber ich wäre aufgestanden. Hättest du was gemacht im echten Leben? Ja. Ja? Definitiv. Warst du schon mal mutig für andere? Ja. Tatsächlich war es keine Rassismus-Situation.
Situation, sondern auch in einem Bus. Und ich war mit meiner besten Freundin da. Und ein Kind wurde geschlagen. Und es hat tatsächlich keiner eingegriffen. Und wir haben uns stark gemacht für das Kind. Und wir waren auch kurz davor, am Ende die Polizei zu rufen. Haben wir nicht gemacht. Wir waren auch noch relativ jung. Heute würde ich definitiv die Polizei rufen. Ihr beiden, jetzt würde ich euch bitten, aufzustehen. Vor allem erstmal dir. Tausend Dank fürs Mitmachen. Das hat sich von außen schon heftig angefühlt. Wie war es für dich? Ja, also meine Hände haben geschwitzt. Das war Angst. Es war Aufregung. Es war auch ein Stück weit Hoffnung, dass andere Menschen sich mit beteiligen und sich einsetzen in der Situation. Ja, das war schon sehr, sehr gut nachgestellt. Also sehr realitätsnah. Jetzt mal ihr zu Hause, bitte in die Kommentare. Wie hättet ihr in dieser Situation reagiert? Stellt euch vor, ihr hättet mit uns hier im Bus gesessen. Wärt ihr aufgestanden? Mut für andere? Habt ihr das vielleicht schon mal gezeigt? Habt ihr schon mal Rassismus, Erfahrung oder andere Momente gehabt, wo keiner für euch mutig war? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr hierzu sagt. Jens, du bist Trainer für Zivilcourage, Ex-Hauptkommissar. Ich will mich in den Bus setzen und jetzt genauso wie wahrscheinlich die anderen hier auch von dir lernen, wie man das hätte gut lösen können. Ja. Manche haben ja schon was sehr Gutes gemacht. Darf ich mich jetzt zwischen euch setzen? Danke. Also ich bin hin und her gegangen, um einen Platz zu suchen. Dann war schon klar, dass ich mir offensichtlich jemanden ausgesucht habe. Da fiel Ihnen wahrscheinlich schon auf, die Ansprache schon nicht richtig. Da kann man dann tatsächlich schon frühzeitig Position ergreifen. Man bleibt trotzdem ruhig, sachlich, leise. Man geht nicht den Weg des Aggressors, sondern man bleibt dabei entspannt. Und das haben Sie aus meiner Sicht ganz toll gemacht. Hier ist dann wichtig, rechtzeitig anzufangen und nicht sich um den Täter zu kümmern, sondern du sprichst mit dem Opfer und versuchst, die Situation dadurch zu deeskalieren und kannst die Dame mit ins Gespräch nehmen, kannst dann vielleicht die Nachbarin mit ins Gespräch nehmen und dann seid ihr eine Gruppe und das ist dann für mich unter Umständen viel schwieriger, wieder auf diese Gruppe zuzugehen und dann da jetzt weiterzumachen. Und jetzt bin ich beim nächsten Schritt, nicht in Gefahr bringen. Jetzt war ich bei ihm, wurde langsam aggressiv, da kann ich Ihre Angst total verstehen. Absolut in Ordnung, man darf Angst haben. Du hast unter Umständen den frühzeitigen Zeitpunkt verpasst, den haben aber ganz viele verpasst. Und in diesem Moment, wo ich handgreiflich werde, da wird das gefährlich, auch für dich. Und das hast du auch geäußert. Und das ist normal. Jetzt kommt er dazu und packt mich an. Das heißt, um wen hast du dich dann gekümmert? Um das Opfer? Nein. Um wen? Um den Täter. Au, Hol dir jemanden dazu, wenn du sowas machst, nicht alleine. Und wenn du dann schon auf so eine Situation triffst, es gibt Notruf-Apps. Da kannst du die Polizei schon mal informieren. Jens, vielen Dank. Ja, und vor allem aber auch an euch alle anderen, die an diesem Experiment teilgenommen habt. Ich glaube, das war heftig für alle. Danke, Hammer, dass ihr dabei wart. Euer Applaus, bitte. Ich habe wirklich gemerkt, weil sich das alles so realistisch auch angefühlt hat, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, boah, wie hätte ich jetzt in diesem Moment reagiert? Und man sagt ja, natürlich will ich mutig sein für andere, aber mir wird auch immer klarer, das ist echt schwierig. Es braucht diesen ersten Schritt. Kai Jonas hat noch einen ganz praktischen Tipp, wie man solche Situationen frühzeitig entschärfen kann. Ihr habt etwas untersucht, das nennt sich paradoxe Intervention. Ja, das ist etwas, was jemand anders nicht erwartet, dass du das tun würdest. Okay, sagen wir mal, du wärst jetzt der Täter, tu mal einfach so, und ich wäre jetzt das Opfer. Und jetzt kommt jemand Drittes jetzt und will jetzt mutig sein. Jetzt kommt jemand Drittes sein. Rein und wir sind hier uns am Streiten und dann kommt jemand und dann sagt der, kann ich mal hier bitte durch? Ja. Und schiebt uns irgendwie ganz schön auseinander, damit dieses Magnetfeld aufgebrochen ist. Und bleibt dann idealerweise mit seinem... Und bleibt dann idealerweise zwischen uns stehen, sodass wir uns nicht mehr behaken können. Nehmen wir mal an, ich habe ganz viele Einkaufstaschen dabei. Dann schussel ich da rein und stelle auch, kann ich mal hier meine Taschen hinstellen und geht das hier und dominiere die Situation, ohne dass ich überhaupt etwas zu dieser rassistischen Pöbelei sage. Ach so, das heißt, ich mache mir im Prinzip so den Mut ein bisschen leichter, indem ich jetzt nicht sage, ey, ihr drei Neonazis da, ich muss euch jetzt mal, das ist ja unglaublich, wie könnt ihr sowas machen, sondern ich komme in meinen Einkaufstüten, stell die hin und störe so ein bisschen. Ich störe und ich dominiere die Situation und dann kann ich ja mit dem Opfer ein Gespräch anfangen und es ist so schwer, können Sie mir vielleicht helfen beim Raustragen? Und das erwarte ich als Täter nicht. Und dann muss ich mir erstmal überlegen, wie gehe ich damit um? Und das erzeugt Freiheitsgrade. Dann kann ich mir überlegen, was man machen kann. Wir alle können also Techniken lernen, um im Ernstfall sinnvoll, mutig für unsere Mitmenschen zu handeln. Und trotzdem bleibt Zivilcourage immer auch eine Impulsentscheidung.
Tobi hingegen hat sich ganz bewusst entschieden, das Einstehen für andere zu seinem Beruf zu machen. Eine Sache weiß ich aus deinem Leben, die du auch machst, nämlich Krisenintervention. Ja. Diese Szene, die wir, glaube ich, alle so fürchten, die Polizei klopft an deine Tür und sagt, ihr Mann ist tot, ihr Kind hat einen Unfall, da bist du dann mit dabei. Und du bist derjenige, der dann da bleibt und wenn die Polizei schon wieder weg ist, noch hilft. Was ist daran, dass, wo du so am meisten über deinen eigenen Schatten musst? Dass du das aushalten musst. Ja. Du musst Tränen aushalten, du musst großes Leid aushalten. Ja. Und du musst wenigstens einen Ticken stärker sein als die, die du betreust. Da kann rumgeschrien werden, da kann aber auch nur geschwiegen werden. Du bist einfach da für die Leute erstmal. Und das ist gut. Ich habe, wenn ich dir zuhöre, die ganze Zeit ein Gefühl. Ja. Und zwar fühle ich mich mutlos für andere. Hm. Ich habe den Eindruck, ich mache gar nichts. Weil ich weiß um Missstände auf dieser Welt. Ich weiß, andere bräuchten mich vielleicht viel mehr. Ich könnte auch viel mehr machen. Ich will dir kein schlechtes Gefühl. Nee, das tust du. Das mache ich, mach ich mir komplett selber. So. Das mache ich mir komplett selber. Weil das, ja, was du sagst, ist inspirierend. Ja, aber hat das eine Konsequenz, ist ja die Frage. Das ist die Frage. Das ist jetzt die Frage. Weil bei mir war es so, also zum Beispiel Thema Mittelmeer. Ne? Du siehst da Menschen ertrinken und weißt, dass das fast täglich stattfindet. Und bei mir war es dann so eine Hilflosigkeit. Ich konnte auch nichts machen. Nachrichten sind schrecklich. Was machst du? Und durch meinen Job, Notfallsanitäter-Dasein, hatte ich plötzlich eine Funktion auf dem Schiff und konnte aufs Schiff gehen und ganz konkret Menschen helfen. Und das hat mir natürlich total geholfen, aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Kurz einmal einsortieren. Du bist auf ein Seenotrettungsschiff gegangen. Genau. Bist mitgefahren, ohne irgendwie jetzt Erfahrung mit sowas zu haben. Wie war das für dich, Angst in dem Moment und Überwindung auch, jetzt den Mut zu finden, das zu machen? Das ist ein guter Punkt, weil die war tatsächlich da, die Angst. Ne? Ich glaube, ich hatte Angst, in eine unkontrollierte Situation reinzukommen, die ich noch nicht handeln kann. Das ist kein Alltag und darauf wird man auch nicht 100% vorbereitet. Und ich hatte auch Angst davor, dass ich sehen muss, wie Menschen, vielleicht auch Kinder, vor meinen Augen ertrinken. Du weißt ja, mittlerweile gibt es Riesendiskussionen in unserer Gesellschaft. Ist das, darf man das? Es gibt sogar die Fragen, ist das vielleicht illegal? Weißt du, bei allen politischen Diskussionen um die Migration findet das ja gerade statt, dass fast täglich Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und das ist für mich als Notfallsanitäter unerträglich, weil mir ist egal, wo da jemand herkommt. Wenn jemand in einer Notsituation ist, will ich helfen. Und deshalb bin ich aufs Schiff. Was passiert da? Was erwartet einen? Wenn man jetzt hier in Deutschland ist, hat man ja, finde ich, gar keine Vorstellung davon. Es ist noch mal viel extremer, viel intensiver, wenn du es wirklich mit den eigenen Augen siehst. Weil es halt unfassbar ist, dass da plötzlich ein Boot auftaucht. So ein Pressholzboot, da ist noch Wasser drin. Da sind 14, 15-jährige Kinder, sage ich mal, Jugendliche drin. Sieht aus wie eine Klassenfahrt, aber es ist eine Klassenfahrt in den Tod. Wenn du das einmal mit deinen eigenen Augen siehst, dass es wirklich passiert, dann lässt sich das auch nicht mehr los. Ne? Du kannst nicht mehr nichts machen. Mhm. Das wird mich mein Leben lang begleiten. Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Menschen, denen eher geholfen wird, für die wir eher bereit sind, Mut aufzubringen? Die Zivilcourage wird immer dann gut geheißen, wenn sie Normen unterstützt, die die Mehrheit teilt. In also dem Moment, zum Beispiel, jeder muss ein Kind beschützen. Genau. Aber wenn ich Zivilcourage zeige und Flüchtlinge vor der Abschiebung beschütze, dann ist dieser Konsens nicht mehr da. Ja. Und dann sind da vielleicht einige dafür und einige dagegen. Und dann sind auch die Personen, die diese Zivilcourage zeigen, plötzlich viel stärker negativen Konsequenzen ausgesetzt. Ja. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, das einmal klar zu sagen. Wenn man jetzt denkt, Mut wäre irgendwie so eine objektive Größe, die wir immer gleich und fair verteilen. Nein, Mut für andere hängt ganz klar davon ab, dass es in meinem Kopf Vorurteile, Muster gibt, Vorstellungen davon gibt, wer hat mehr Mut verdient und wer nicht. Und dann kann jemand, der eigentlich genauso viel wert ist wie ein anderer, von mir plötzlich weniger Mut bekommen, als er eigentlich bräuchte. Ganz genau. Was macht Mut für andere? Es geht um andere, aber doch mit mir selber. Also wie hat dich das verändert? Ich sehe immer wieder, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und für mich habe ich die Konsequenz gezogen, dass ich nichts mehr aufschiebe. Also ich treffe meine Freunde jetzt. Okay. Ich treffe meine Eltern jetzt. Ich habe nicht Angst vor der Zukunft,
aber ich will das Leben jetzt auskosten. Und das hat für mich durch den Job, hat das Leben eine ganz neue Lebensqualität bekommen. Das heißt, in dem Moment, wo du mutig für wen anders bist, wo du dich für wen anders was traust, zahlt sich das zurück. Ja. Du kriegst was zurück. Ja. Wenn ich mutig werden will für andere, wo fange ich an? Was würdest du mir jetzt raten? Also, jede Lebensstunde, die du investierst im Monat für eine gute Sache, ist keine verschenkte. Ich gebe dir ein Beispiel. Das, was mich am meisten mitnimmt, sind gar nicht im Rettungsdienst so blutige Szenarien, sondern wenn ich Menschen sehe, die komplett einsam sind. Also du glaubst gar nicht, wie viele Menschen, ältere Menschen vor allen Dingen, kein soziales Netz mehr haben und zu Hause einsam in ihrer Wohnung vor sich hin vegetieren. Und da zum Beispiel kannst du 3-4 Stunden von deiner Lebenszeit abgeben im Monat und ein Ehrenamt machen. Es gibt so viele tolle Sachen. Und wenn du nur Essen verteilst, Klamotten verteilst, für ältere Menschen da bist, das macht einen Unterschied. Ja. Das ist ein guter Anfang. Und Leute, wenn da Menschen auf dem Boden liegen, ne, und man nicht weiß, sind die bewusstlos oder nicht, bitte hingehen und bitte den Schritt gehen und einmal schütteln, geht's ihnen gut oder nicht. Weißt du, wir sind eine große Gemeinschaft und das geht nur gemeinsam. Mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, motiviert das total, was du sagst. Ich hoffe gleichzeitig aber auch, dass das jetzt nicht verpufft, sondern dass man dann ins Handeln kommt. Und dieses Hingucken statt Weggucken, etwas machen im Zweifel, auch wenn es was Kleines ist, ist immer besser als nichts zu machen. Das hast du mir total mitgegeben, Tobi. Ich ziehe diesen Handschuh aus, ohne zu erfrieren. Tausend Dank. Ja, und weiter alles Gute und vielen, vielen Dank, dass du diesen Job machst. Hat mich richtig gefreut, dich kennenzulernen. Gebe ich zurück. Alles Gute. Bis alles dahin. Gute. Tschüss, ne? Tschüss. Ciao. Ich fand das so bewegend, was Tobi gesagt hat. Und gleichzeitig merke ich auch, man sitzt da und hat so einen Superhelden jetzt vor Augen. Das ist er in meinen Augen. Und darf daran nicht erstarren. Sondern das ist mir ganz, ganz klar geworden, ob im Gespräch mit dem Prof oder in dem Experiment oder jetzt eben auch gerade in Tobis Geschichte. Es fängt irgendwo klein an mit dem Mut für andere. Und wir leben in so einer Ego-Gesellschaft. Es geht so oft darum, wegzugucken, sich die Sachen zurechtzubiegen. Irgendwo mal so einen Startpunkt zu setzen und zu sagen, Mut für andere, der bringt denen was. Bringt am Ende des Tages vielleicht auch mir was. Das kommt noch oben drauf. Ich glaube, das wird uns vorwärts bringen. Leute, bei Eis und Schnee, euer Terra Explorer Team ist immer für euch unterwegs und deswegen solltet ihr diesen Kanal abonnieren, weil hier entstehen richtig gute Geschichten. Klickt die Glocke an, verpasst du kein Video mehr. Und ich würde es ja nicht sagen, wenn es alle schon gemacht hätten, aber ich freue mich auch, dass unsere Community immer größer wird. Hier geht es direkt weiter, nächstes Video von Terra Explorer und dann noch was Schönes aus dem ZDF-Kosmos. Ich bin raus, gehe mich aufwärmen, tschüss. Ich wollte treffen.